c'è spazio nella tua stanza, nel tuo cuore la tua credenza, dietro le pieghe del tuo cappello, tra i silenzi di un intervallo, nel segreto dei tuoi pensieri, fra santi avventurieri, cosa ci aspetta dopo l'aurora, senza inverno primavera, nessuno questo lo saprà. Tanto ascolto questo sole, la densa di cieli e di sale, di cieli e noi ancora qui. Il tempo brucia e pizzica la cetra dei ragazzi che fumo un giorno, dei tanti sogni senza ritorno, quando la gioia e la volontà abbracciano per la città ed ogni cosa ci apparteneva, perché nulla ci apparteneva, cosa ci aspetta dopo l'amore, se sarà tardi oppure presto. Nessuno questo lo saprà, che tanto scoppia questo sole, e a pensa di ceneri e di sane, di ceneri di mia, che noi ancora qui. Und er ist immer gefahren, es ist nicht
vergisst, von Solingen nach Palermo ist er der 70er Jahre in der Autobahn, der 70er Jahre gefahren mit seinem unvergesslichen Käfer. Ja, Volkswagen, das ist für mich sowieso der Käfer, der Symbol von Deutschland, 70er Jahre, gewesen, zusammen mit Franz Beckenbauer natürlich. Und, wir haben auf ihn immer gerne gewartet, weil er war der einzige Verwandte in meiner ganzen großen Familie, der woanders lebte, der migriert war, und der brachte uns ein bisschen Geschichte von einem anderen Land, gab uns Neugier, zu wissen, wie lebt man in Deutschland, was denken die Leute, wie leben und so weiter. Er hat uns immer Fotos gebracht von den verschneiten Straßen in Solingen im Dezember oder Januar. Für uns war ganz was exotisch, weil das letzte Mal, als wir den Schnee gesehen hatten, ist 1850 bei Garibaldi angekommen. Also es war lustiger, er hat uns immer in seiner Fabrik erzählt, wie er gelebt hat, und seinen ganzen griechischen Freunden, seine ganzen türkischen Freunden, seine ganzen deutschen Freunde. Sie hatten einen Club, da Verein, gegründet. Das war ein Fußballclub, weil sie waren alle Riesenfan von Günther Netzer. Und sie gingen alle in der Nähe von ihr, muss Mönchengladbach sein, weil der hat mir immer erzählt, bei Borussia hat er aber große Hilfe. Und das war die erste Schritte von einer Art Integration durch den Sport. Die fand ich damals ganz interessant. 20 Jahre später, Onkel Santi kam aber wieder nach Sizilien zurück. Aber glücklich war er nicht. Auf diese Mentalität, auf diese Kultur, auf diese Sprache. Meine Kinder sind da geboren. Ich habe da so viele Freunde. Hey, es tut mir auch ein bisschen leid. Weißt du, es ist gar nicht so einfach. Und dann gab es mir ein Buch von einem deutschen Autor, und sagte mir, alles, was ich von diesem Land verstanden und schätzen gelernt habe, steht für mich in dieses Buch. Und das war ein Buch von Hermann Hesse. Und der Name des Buches war Sotto Blaruto.